Na, hallo ihr Lieben. Ich habe mir gedacht, so dass wir jetzt zu Hause bleiben müssen, das bedeutet nicht, dass wir nicht üben dürfen und wir dürfen keine neuen Verzierungen ausprobieren. Deswegen habe ich dann diese Himbeer jetzt gemacht und ich zeige es euch, wie ich das alles gemacht habe. Also, meine Grundfarbe war diese 87er Brush and Go. Das ist eine solche Color Gear, was halt ohne Schwitzschicht aushärtet. Das habe ich auch ausgenutzt und dann habe ich das einfach mattiert. Ich wollte einfach damit keine Zeit verlieren. Gut, das gebe ich jetzt auf die Seite. Grundsätzlich bei dem Brush and Go, was wichtig ist, also wenn wir mit Schwitzschicht arbeiten möchten, dann zwischen die Schichten sollte man so circa 10 Sekunden in der Brille pro Lampe aushärten lassen und nicht unbedingt länger. Ja, okay, gut. Ich habe meine Grundfarbe und jetzt werde ich mit Designer-Gele einfach diese Striche da so machen. Also ich male ein paar solche Streifen. Gut, wie ich das gesagt habe, ich habe das mit den Designer-Killer gemacht. Das ist jetzt weiß. Es muss nicht zu viel sein, nicht zu wenig. Also wenn ich das Gefühl habe, dass das zu viel ist, kein Problem. Ich kann das auf der anderen Seite auftragen und dann weiter. Und das muss wirklich nicht perfekt sein. Das ist hauptsächlich was wichtig. Was wir über die Designer-Gele wissen müssen, die sind hochpigmentierte Farben. Was du jetzt noch nicht siehst, aber du wirst es bei der zweiten Schicht schon erkennen. Ich mache nur ein paar Streifen. Es muss natürlich nicht perfekt sein. Und jetzt nehme ich dazu ein kleines Menge von der Burgundi, aber wirklich ganz wenig. Ja? Also nur so ein bisschen auftragen und das werde ich wegwischen. Weil ich einfach diesen Effekt möchte, wie das wirklich nur so ein paar Streifen da wären. Got it? Sehr gut. Das werde ich genau für 15 Sekunden in der Brille pro Lampe aushärten lassen. Es ist deswegen wichtig, weil, um ehrlich zu sein, ich kann das nicht erklären, warum genau diese 15 Sekunden wir brauchen. Aber nachdem wird einfach unsere erste Schicht perfekt sein, dass die zweite Schicht am besten aufnimmt. Also, dass das wirklich mit der zweiten Schicht wir eine viel, viel stärkere Endergebnis haben. Okay, jetzt nehme ich wieder, wenn zum Beispiel, das ist ein Shadow Art Pinsel, ja, das ist einer meiner Lieblings. Aber auf jeden Fall, wenn das jetzt nicht sauber, also dass ich zuerst mit dem Burgundi gearbeitet habe und mit dem Weiß, das ist wieder kein Problem, weil diese Streifen müssen auch nicht perfekt sein. Also deswegen, das ist wirklich super. Ich werde das jetzt wiederholen, aber nur so ein ganz wenig muss ich nicht perfekt sein. Ja, ich möchte nur, dass das ein bisschen mehr wird. Dass das ein bisschen deutlicher weiß wird, aber mehr nicht. Ja, hoffe, man sieht das. Sehr gut, das gebe ich wieder in die Lampe. Was ich jetzt machen werde, jetzt kommt einfach diese Nähleitkluge. Ja. Diese Nähleitkluge, ja, grundsätzlich für die Steine ausgedacht, aber man kann das auch natürlich für den Transferfolie verwenden, wenn man keine so perfekte, ganz abgedeckte Endergebnis haben möchte. Ich werde absichtlich eine solche Pinsel nehmen, was ich schon einmal ruiniert habe. Warum? Wie das in der Name schon steht, die Nähleitkluge ist eine solche Gier, was halt klebt. Und deswegen, das macht eigentlich die Haare von unserer Pinsel kaputt. Deswegen, ich bitte immer jeden drauf, also darum, dass ihr eine solche Pinsel, also wir brauchen, okay, das ist ein bisschen zu viel, also wir brauchen davon wirklich nicht zu viel, weil ich wirklich nur ein ganz bisschen von dem Transferfolie drauf tun möchte. Okay, ich platziere mal das dahin. Das werde ich ungefähr
So circa 20 Sekunden in der Briefpapierlampe aushärten lassen. Und dann drücke ich dann einfach diese Transferfolie drauf. Ja? Gut, den 20 Sekunden müssen wir aushalten. Und dann werde ich dann einfach diese schöne goldene Transferfolie hineindrücken. Seht ihr? Dann werde ich das. Aha, das, aha, so sieht man. Dann kriegen wir diesen Effekt, dass das eigentlich so sind, die Transferfolie. Gut, ich werde das einfach drauf drücken. Es muss natürlich nicht perfekt sein, aber bitte festdrücken. Wenn ihr das nicht festdrückt, dann wird es nicht so stark sein. Ja? Und es muss wieder nicht perfekt sein. Warum? Weil ich wieder meine Designer gehen nehme. Und dort, wo das dann nicht ganz, also wo das halt meine Transferfolie ein bisschen meine Streifen abgedeckt hat, gebe ich mir noch wieder drauf. Ein ganz wenig noch. Und das werde ich natürlich auch mit dem Burgundy auch ein bisschen vermischen. Aber seht ihr, das sieht wirklich toll aus. Ja, gut, kommt von dem Burgundy. Ein paar Streifen. Ich finde wirklich, also diese Farbe ergänzt am besten die Farbe von dem Himbeer. Aber es muss wirklich, wirklich nicht zu stark sein. Okay. Und das müssen wir dann ganz aushärten. Also das bedeutet, dass mindestens circa 30 Sekunden in der Prilampe, aber wenn ihr wollt, ihr könnt auch natürlich ein bisschen länger drinnen lassen. Es ist nicht verboten. Hauptsache, dass das genügend aushärtet. Gut, ich lasse es auch dann deswegen noch drauf. Aber bevor ich das besiege, kommt jetzt also diese Himbeermuster, und ich habe diese Himbeermuster mit dem Nela Dots gemacht, und ich zeige es euch gleich mit welchem. Ich verschließe das. Das ist der Nela Dots Nummer 8 von Briabird, und ich habe auch diese kleine Schüssel. Und ich habe das einfach hineingetan, weil ich, also wie ihr das seht, es ist eigentlich vermischt mit einer wunderschönen Türkisfarbe, aber ich brauche das gerade nicht. Deswegen, ich werde das nur einfach hineintun, weil ich so dann das ein bisschen einfacher sortieren kann. Okay, ich glaube, ich habe schon genug drinnen. Und jetzt kommt, okay, das sehe ich einfach in der Mitte, und ihr müsst ausreichend das auftragen. Wieder von dem Nähleit Kluger drauf tue. Ja? Gut. Es kann auch etwas dicker sein, also es muss nicht unbedingt mega wenig sein. Hauptsache, dass das mit dem Dots nicht ganz abgedeckt wird, weil sonst wird es dann nicht ganz aushärten, und das wollen wir jetzt nicht. Aber wie ihr das seht, ich gebe auch eine größere Menge von dem Glue drauf. Also ihr könnt ruhig eine ziemlich große Himbeer machen. Ihr werdet das dann später sehen, also wie das eigentlich wirkt. Und ich bitte euch auch darum, dass ihr das dann auch zu Hause probiert. Ja, bevor ich das aushärte, werde ich einfach diese Dots mit einem solchen Nuller-Pinsel auftragen oder so rein tun. Es ist eine Nuller, ihr müsst es mir glauben, aber man sieht das auch. Ich habe das einmal kaputt gemacht, deswegen, es ist jetzt nur ausschließlich für die Steine mit dem Kluger oder für den Dots geeignet. Also ich werde nur auf das benutzen. Gut, also was wichtig ist, ich werde das hier hin platzieren, und in der Mitte passt hier dann auf, dass das
diese größeren Partikel von dem Glue-Gel ungefähr in der Mitte wird, nicht bei einer, also nicht auf der Seite, weil das kann, na, der wird nicht, nicht auf der Seite, weil einfach diese größeren Partikel können ein bisschen von der Oberfläche herausstehen und dann das stört schon die Kundin. Aber ich versuche das einfach so aufzutragen, wie ihr das seht, dass ich einfach, da habe ich so einen Halbkreis, also so damit, dass ich den mittleren, größeren auf der Seite gebe. Seht ihr? So. Und dann werde ich wieder dahin welche geben. Also wenn ihr wollt, ich würde sagen, dass ihr nicht mehr als drei von den größten dort hineintun solltet, weil dann es wird dann wirklich viel zu groß sein. Ich glaube, bei einem ganz normalen Nageldesign, es reicht auch nur diese mittleren Größen oder nur einer von den ganz großen. Gut, ich werde das dann auch so in der Art ausfüllen, dass das wirklich wie die Himbeeren eigentlich aussehen, ungefähr. Was wichtig ist, auf der Seite, wenn das so kommt, dann werden wir immer kleinere machen, dass das wirklich diese schöne Form von dem Himbeer dann im Endeffekt kommt, also rauskommt. Gut. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also das kann man auch dann zu Hause kinderleicht dann ausprobieren und dann auch üben. Und ihr könnt es auch dann einfach in eurem Studio dann anbieten. Es ist wirklich nicht schwierig. Und damit werdet ihr wirklich eure Kunden glücklich machen. Ups. Da seht ihr das. Also zum Beispiel, wenn das eine überdeckt die anderen, das ist auch wieder kein Problem. Hauptsache, dass wir ungefähr diese Himbeermuster bekommen. Ja, okay, also ich höre da noch da einmal eine größere und da mache ich nur noch diese ganz kleine. Also diese kleine Schüssel ist ziemlich praktisch, also wirklich, weil sonst, wenn ich das von den eigenen Döschen raussuchen sollte, das dauert natürlich länger, aber das will ich nicht, weil ich dann im Studio natürlich keine Zeit hätte. Aber so geht das wirklich kinderleicht. Und macht ihr keine Sorgen, wenn das nicht ganz perfekt ist. Also ihr werdet das sehen, nachdem dass wir das versiegelt haben, wird es toll aussehen. Ja, seht ihr, das habe ich so aufgetragen und das geht in die Lampe so circa für 30 Sekunden. Und das werde ich jetzt mit dem Matt Extra Top dann versiegeln. Das ist eine solche Top, das ohne Schwitzschicht aushärtet. Und wir, also ihr seht das schon, also zum Beispiel, das hat diese Multicolor-Farbe. Aber wenn ich das mit einem Mattex-Top also versiegele, dann verliert auch dieser Multicolor-Effekt und wird so eine schöne, lebendige Pink eigentlich. Okay, das war schon ausreichend. Mehr als 30 Sekunden und das werde ich dann versiegeln. Es ist, also ich zeige es euch. Dieser Mattextratop sieht zuerst so aus, wie das ganz glänzend wäre, aber nach der Aushärtung wird das wieder dann matt. Und dieser braucht circa 60 Sekunden in der Brühepro-Lampe. Ich finde, also das ist eure Entscheidung, ob ihr das glänzend haben wollt oder matt. Seht ihr, also wenn das nicht matt wäre, würde das so aussehen, aber ich möchte das nicht, dass das matt, also glänzend wird. Deswegen, ich habe das mit dem Matte Extra Top versiegelt. Wenn ihr das nicht so haben wollt, also ihr möchtet das glänzend haben, dann empfehle ich den Brierwert Extra Top. Ja, das ist auch wieder eine solche Versieger, also ohne Schwitzschicht. Ja. Wenn es ausgehärtet ist, werde ich die Blätter von meiner Himbeer machen.
Und das mache ich mit meinem Shadow White Pinsel. Und ich habe jetzt ausgemischt von Military Green und Gelb. Ihr seht das schon, dass ich da wirklich so eine Farbpalette habe eigentlich. Es wird immer dunkler und heller. Und ich werde diese mittlere nehmen für die Blätter. Okay, es wird dann gleich aushärten. Sehr gut. Seht ihr? Es hat eigentlich diese Multicolor-Farbe verloren. Ja, und ich finde das eigentlich toll. Ich finde das wirklich cool. Ja, also ich nehme jetzt meine mittlere Grün und ich werde die allererste dann, also alle erste Blatt nur so aufzeichnen. Okay, sieht man das super. Sehr gut. Das ist eine Designerge, ja, so diese Military Grün, was ich mit Gelb vermischt habe. Und das ist jetzt eine mittlere. Es gibt natürlich auch diese ganz normalen Grün, also von der Farbpalette, von dem Designer, das ist wirklich riesig. Also ihr könnt sehr gerne das dann auch dann alle ausprobieren. Also die sind wirklich alle super Farben. Je nachdem, was ihr machen wollt, könnt ihr das dann auch dann ausprobieren oder ausmischen. Also miteinander könnt ihr das sehr gut auch wieder weiter vermischen. Und dann einfach solche tollen Mustern kreieren. Okay, ich mache jetzt noch ein Blatt, wie das bei dem ersten Muster ist. Ja. So, nachdem, dass wir so lange daheim bleiben müssen, also ich finde das wirklich, das ist eine tolle Idee, wenn wir dann mindestens üben. Und ja, wir dürfen dann schon die Verzierungen für den Sommer ausdenken. Also, und ich finde diese Himbeermuster schon eine sehr, sehr coole und wirklich eine auffällige Muster, was halt nicht besonders schwierig zu machen. Also, das könnt ihr auch gerne im Studio auch anbieten. Okay, ich habe das jetzt aufgezeichnet. Das geht jetzt in die Lampe, wieder nur für 15 Sekunden. Also bitte das merken, immer wenn ihr mit dem Designer-Gel arbeitet und zwischen zwei Schichten seid, dass das zwischen die zwei muss einfach 15 Sekunden Aushärtezeit sein. Ja, gut. Ja. Jetzt werde ich nur ein ganz bisschen meine Pinsel auswischen. Und ich nehme jetzt die echte Military Grün. Aber wirklich hauchdünn. Wenn ihr nicht wirklich das mit dem Shadow White Pinsel schafft, dann macht ihr das einfach mit einem Nuller Pinsel. Ich werde dann da drauf tun und das auch vermischen. Ganz bisschen, also das wird so einen Schattierungseffekt geben. Dann gebe ich noch dahin, weil da schätze ich mal, dass das da gibt es eine Schatten von meiner Himbeer in der Mitte. Da. Ups. Okay, also ich zeige es dann noch einmal, weil ich das nicht gecheckt habe, dass das Bild verschwommen war. Also da habe ich dann welche drauf getan. Da ein bisschen. Es muss natürlich wieder nicht zu viel sein, weil wenn ihr zu viel Farbe aufträgt, das wird dann so ein bisschen matschig und stattdessen, dass ihr eine schöne Schattierung habt, wird das einfach so huppelig sein, weiß ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meinte. Ja, also da gebe ich noch welche. Okay, sieht man wunderbar. Gut, und das werde ich wieder nur ein ganz bisschen vermischen. Da gebe ich hier auf der Seite.
Und das werde ich auch ein ganz bisschen mit tupfigen Bewegungen dann schattieren. Ich möchte noch ein bisschen drauf tun, also bevor ich das dann weitermache. Ich werde meine Pinsel auswischen und jetzt nehme ich diese. Na, warte, das nehme ich weg. Wo sieht man das am besten? Okay, egal. Auf jeden Fall eine solche Farbe, einen Farbton von dem Grün und Gelb Mischung, was halt wirklich die allerhellste ist. Davon ganz wenig gebe ich hier drauf. Also, ups. Okay, diese Punkte musst ihr mir verzeihen. Ich hoffe, dass ich das wegmachen kann. Okay, sieht man das nicht stark? Passt schon. Okay, gut, gut. Gott sei Dank, das wird nicht meine Kunden tragen. Also deswegen, wenn eine kleine Fleck nach oben ist, das kann man mir noch verzeihen. Okay, ja. Gebe ich noch dahin ein bisschen. Ich wische natürlich wieder meine Pinsel aus. Und ich werde das dann so mit dem Dunkleren auch gleich vermischen. Ja. So. Das geht jetzt in die Lampe hinein. Jetzt werde ich das Ganze aushärten. Ich würde sagen, also wäre das dann jetzt eine Grün mit einer Gelbmischung. Deswegen, das braucht nicht so viel. Was fehlt noch? Ich habe hier so gedacht, dass ich einfach die Blätter schon glänzend mache. Deswegen werde ich das mit dem extra Top dann auch dann dort versiegeln. Und dann kommt die Kontur drauf. Ja, gut. Ich werde das schon mit einem Nullerpinsel auftragen, weil ich dann, ich kann das nicht so, also so eine kleine Oberfläche kann ich nicht so perfekt auftragen. Nur mit diesem eigenen Pinsel. Also ich nehme eine ganz wenig Tropfen. Gut. Und das werde ich nur einfach, wo ich die Blätter habe. Also passt euch auf, dass das eigentlich nicht zu viel, nicht zu wenig wird. Aber ich könnte ganz leicht einen 3D-Effekt noch drauf tun. Damit ihr, dass das schon die Tropfen da platziert in der Mitte. Okay, sieht man schon. Sehr gut. Und dann so werdet ihr das einfach ausfüllen. Gut. Dann kommt da hin. Aha, warte, da fehlt noch ein bisschen. Gebe ich darauf noch. Und dieser da muss eigentlich 60 Sekunden in der Lampe bleiben und das ganz durchhärtet. Ja, seht ihr, dass das jetzt da glänzt. Gut, 60 Sekunden in der Lampe. In der Zwischen, ich werde dann meine Nullerpinsel, also ich muss es so vorstellen, was in der Sache ist, dass wir absichtlich gar keine Pinselreiniger haben, weil man das einfach mit einem Versiegelungsgel auch auswaschen kann. Ich finde dieser Extra-Top auch super dazu. Gibt es den Priya-Top, das ist auch wieder super. Was ich nicht unbedingt empfehle, das ist den Top-Finish, weil unsere Top-Finish ist etwas dickflüssiger und das kann schon die ha also zwischen die Haare stecken. Das wollen wir nicht. Deswegen, wir machen das entweder mit dem Extra-Top oder mit dem Priya-Top, weil sie etwas mehr dünnflüssiger sind. Ich werde das dann auch wieder ein bisschen auswischen und in dazwischen ist diese 60 Sekunden vorbei. Okay, die Kontur kann man mit Konturpinsel machen. Wir können auch mit Designergel machen. Es ist von euch abhängig, was ihr mehr wollt eigentlich oder besser gesagt, also was ihr mehr mögt, weil
Eigentlich, also ich werde das jetzt mit Designer machen, weil ich meine Konto-PIN gerne nicht hergerichtet habe. Aber grundsätzlich die größte Unterschied zwischen diesen zwei, dass das eine ist etwas dicker, die andere ist etwas dünnflüssiger. Also die Konto-PIN ist absichtlich darauf geeignet, also deswegen gemacht, dass man wirklich sehr, sehr dünne Linien machen kann. Wenn ihr mit dem Designer diese dünnen Linien schaffen möchtet, dann müsst ihr einfach darauf denken, dass ihr das auch ein bisschen mehr 3D-mäßig machen könnt, weil das dann etwas dicker von der Viskosität her. Okay, also ich mache mal die Konturen. Ich werde absichtlich, weil diese Blätter sind so zackig, nur ein paar kleine Streifchen. Einfach. Anders. Okay, gut. Kommt der nächste. Okay, ich schaue nur, wo das. Aha, da ist jetzt gerade. Ist natürlich mit dem Handy nicht so leicht, aber so, dass ich jetzt daheim bin. Es gibt nur mein Handy, also ihr müsst das eigentlich so akzeptieren. Sorry, aber ich versuche mein Bestes. Gut, da mache ich meine dritte Blatt. Ich finde es ziemlich lieb, also das ist so eine nette, liebe Verzierung. Also es muss nicht immer Blumen sein oder so. Also ich finde es auch dann nett, wenn man ab und zu nur irgendwelche Früchte als Verzierung trägt. Okay, die Mitte. Da gebe ich auch eine kleine Mitte dazu. Nicht überall muss es sein. Und letzte. Schritt. Und wenn es fertig ist, dann werde ich das Ganze aushärten. Und dann sind wir fertig. Also bei dem Designer-Killer, das ist wieder natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn man das genügend in der Lampe aushärten lässt, wird es ohne Schwitzschicht aushärten. Okay, da ist diese Muster. Also ihr könnt das gerne auch zu Hause ausprobieren, wenn ihr Lust dazu habt. Und ja, ich glaube, ich habe alles schon erzählt. Danke fürs Zuschauen. Vergisst ihr dann nicht mir das dann auch schicken oder einfach auf meiner Facebook-Seite posten. Ich würde mich auch darüber sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, Baba.